welche Farbe ich kriege. Was meinst du, Bello? Also ich tippe auf Blau. Oh, kein Blau. Naja, egal. Lecker. Schmeckt nach Mango. Magst du mal riechen? Na, rieche ich nach Mango? Keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Mango probiert. Aber es wäre mir lieber, wenn du nach Würstchen riechen würdest. Und dann würde ich bestimmt ein Würstchen von dir bekommen. Bello, weißt du, was wir bald haben? Was ganz Tolles. Vielleicht ganz viele Würstchen. So viele, dass sie nie alle werden. Wir haben bald Fasching. Ach so, schade. Keine Würstchen. Und ich brauche ein super Kostüm. Und du brauchst auch eins, Bello. Lass uns mal im Keller in der Truhe schauen. Okay, ich komme mit. Wo könnte die Kiste sein? Vielleicht hier? Keine Kiste. Da? Meine Hundenase sagt mir, dass sie hier hinten ist. Hey, Bello, hast du sie gefunden? Ja, ich sehe sie. Danke, Bello. Wollen wir sie nach oben bringen? Hier ist es ein bisschen kalt zum Umziehen. Ich schiebe von vorne und du von hinten, okay? Das soll wohl ja heißen. Los! Oh nein, wir stecken fest. Warte kurz. So, jetzt kann es weitergehen. Die Kiste ist ganz schön schwer. Zusammen schaffen wir es. Hau ruck! Es geht voran. Fast geschafft. Noch ein kleines Stück. Hey, was macht ihr denn da? Hey Anna, ich wollte mir schon mal ein Kostüm für Fasching aussuchen. Oh cool, ich möchte auch. Aber ob wir da noch was Brauchbares haben, ich weiß ja nicht. Wir können ja mal schauen. Letztes Jahr bin ich als Flamingo gegangen und davor das Jahr, glaube ich, als Hexe. Was könnte ich denn dieses Jahr machen? Guck mal hier, wäre das nicht etwas? Eine Aphrodite? Okay, ich probiere es mal an. Steht dir gut. Oh, was für ein cooler Hexenhut. Den habe ich ja noch nie bei uns gesehen. Wo kommt der denn her? Keine Ahnung, den kenne ich auch nicht. Oh je, meine Hundenase wittert irgendwas Seltsames. Lass es, Greta, dieser Hut ist nicht gut. Das spüre ich. Gefällt dir der Hut, Bello? Nein, überhaupt nicht. Nimm ihn wieder ab. Hier ist auch ein Zauberstab. Haben Hexen auch Zauberstäbe? Wieso nicht? An Fasching ist doch alles erlaubt. Und wie findest du mich? Steht dir gut. Fehlt nur noch das passende Kleid. Ein Kleid finde ich bestimmt auch noch. Dann gehe ich dieses Jahr als Hexe. Ach, das wäre so cool, wenn man in echt wirklich hexen könnte. Ene, mene, mus. Anna, du bist riesengroß. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? War ich das etwa? Oh, oh, ich hab's doch gesagt. Meine Hunsernase hat es gewittert. Das ist nicht wahr. Ich träume doch. Anna, was habe ich nur gemacht? Anna, wo bist du, Anna? Hast du dich versteckt? Lass das. Jetzt haben wir den Salat. Ich bin hier. Hier. Hä, wo bist du denn? Na, hier oben, im Kaugummiautomat. Was? Ja, genau, das habe ich auch eben gedacht. Was habe ich denn gemacht? Ich würde sagen, du hast irgendwie Hexenkräfte bekommen. Frag mich nicht wie, aber hol mich bitte hier schnell wieder raus. Und wie? Keine Ahnung. Das hat bestimmt was mit dem Hut und dem Zauberstab zu tun. Die sind bestimmt echt, Anna. Ja, wahrscheinlich. Deshalb sag irgendwas, damit ich hier rauskomme. Es ist ganz schön eng hier und riecht nach Kaugummi. Okay, ich versuch's. Bello, wie könnte der Spruch sein? Hast du eine Idee? Ich bin doch kein Hexenhund. Das weiß ich nicht. Leider verstehe ich dich nicht, aber ich probiere einfach irgendetwas. Ene, mene, kleck, der Automat ist weg. Puh, es hat funktioniert. Ja, aber Anna ist jetzt auch weg. Anna, Anna? Oh nein, ist die jetzt weg? Jupp, sieht so aus. Sie ist weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Was mache ich denn jetzt? Das kann ich doch niemandem erzählen. Ich kriege bestimmt einen riesen Ärger. Anna, wo bist du denn jetzt? Was ist denn, Bello? Ich habe jetzt andere Sorgen als irgendein Vogel im Garten. Okay, ich gucke es mir an. Oh mein Gott, das Riesenmonstrum ist jetzt im Garten. Und Anna ist immer noch da drin. Hilfe, wenn das jemand sieht. Greta, du musst dir schnell was einfallen lassen, bevor mich hier jemand sieht. Bello, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben und ein bisschen nachdenken. Wie soll ich denn da ruhig sein? Meine Anna ist eingesperrt. Warte mal.
Der Hut hat damit bestimmt etwas zu tun. Vielleicht ist da ein Hinweis. Hier steht tatsächlich was, aber das verstehe ich nicht. Die Buchstaben ergeben keinen Sinn. Bello, lass uns zu Heinrich gehen, der kann uns bestimmt helfen. Er kann super Rätsel und geheime Botschaften entschlüsseln. Anna, halte durch, ich werde dich da rausholen. Bitte beeil dich. Mach ich. Kurze Zeit später bei Heinrich. Heinrich, du musst mir helfen, verstehst du, was da steht? Die Schrift ist spiegelverkehrt, wir brauchen einen Spiegel, dann wissen wir, was da drauf steht. Der Hexenhut ist alt und weise. Die alte Bücherei ist seine Reise. Was könnte dieser Spruch bedeuten, weißt du das? Ich helfe dir nur, wenn du mir sagst, warum du das wissen willst. Heinrich, das kann ich dir nicht sagen. Hey, ich hab dir geholfen, die Nachricht zu entschlüsseln. Okay, aber du musst schwören, es niemandem zu sagen. Okay, ich schwöre auf mein lieblingsferngesteuertes Auto, dass ich keinem was sage. Okay, ich habe irgendwelche Hexenkräfte bekommen. Und anderen einen riesigen Kaugummiautomaten gehext. Und jetzt kommt sie dann nicht wieder raus. Was? Das ist ja cool. Das muss ich sehen. Erst müssen wir den Spruch entschlüsseln. Stimmt. Hast du eine Idee, was das heißen soll? Der Hexenhut ist alt und weise. Die alte Bücherei ist seine Reise. Ich hätte da eine Idee. Mein Opa hatte mir mal in der alten Bücherei alte Bücher gezeigt. Vielleicht finden wir da einen Hinweis. Okay, dann nix wie los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die beiden sind richtige Freunde. Sind wir eigentlich auch richtige Freunde, Bello? Natürlich, Peppi. Solange ich lebe. Für immer beste Freunde. Oh, das freut mich aber. Ich bin sehr, sehr glücklich. Guck mal, das hier sieht doch geheimnisvoll aus. Und hier ist der gleiche Hut, den wir haben. Was steht da? Ein Zauber von Menschen gesprochen wird nur dann gebrochen, wenn der Zauber, wie im Buch steht, für immer rückwärts geht. Was könnte das bedeuten? Du musst den Zauberspruch, den du vorhin gesprochen hast, rückwärts sprechen. Aber den weiß ich doch gar nicht mehr. Greta, du musst dich erinnern. Es war irgendetwas mit Ene, Mene und Groß. Ene, Mene, Ene, Mene, Moos. Anna, du wirst riesengroß. Ich glaube, das habe ich gesagt. Okay. Und dann den Spruch rückwärts. Dafür müssen wir den Spruch aufschreiben und du musst ihn dann rückwärts lesen. Okay, dann los zu uns nach Hause. Hallo Anna. Da bist du ja wieder. Wow, ist das krass. Heinrich, wieso ist Heinrich hier? Es wäre besser, wenn es niemand mitbekommen hätte. Beruhige dich, Heinrich hat mir geholfen, den Rückzauberspruch zu finden. Ich hoffe nur, dass es klappt. Das hoffe ich auch. Das ist so cool. Greta, kannst du mir auch etwas riesengroß hexen? Meine Schokolade zum Beispiel. Dann könnte ich ewig davon essen. Oder eine Gummibärchentüte. Das wäre ja mega. Nein, auf keinen Fall. Ich bin froh, wenn das hier gut ausgeht. Danach will ich mit Hexen nichts mehr zu tun haben. Oh, schade. Los jetzt, Greta. Worauf wartest du noch? Ich muss doch den Zauberstab holen. Dann mal los. Langsam schlafen mir hier die Beine ein. Und die Nachbarn haben auch schon komisch geguckt. Also los. Na endlich. Riesengroß wirst du, Anna? So mene ene. Es passiert nichts. Ich bin immer noch ein Kaugummi und ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich versuch's nochmal. Ich sehe mich heute Nacht hier übernachten. Riesengroß wirst du, Anna. So mene ene. Es passiert nichts. Komisch. Ich hab den Spruch doch rückwärts gesagt. Vielleicht musst du ja jeden Buchstaben rückwärts lesen. Das ist aber schwer. Na gut, ich versuch's. Sogni sei zwr Anna som enemen ene. Ah! Es hat geklappt. Naja, fast. Die Kaugummis sind ja immer noch groß. Das ist doch mega cool. So viele Riesenkaugummis. Ich bin wieder draußen. Das ist doch die Hauptsache. Hey Kinder, wo habt ihr denn die ganzen Bälle her? Hey Papa. Die sehen ja aus wie Riesenkaugummis. Ha, das wäre ja ein Ding, wenn die echt wären. Schade, dass es so etwas nicht gibt. Ja, genau. Räumt sie dann nachher bitte aber alle weg. Na klar. Hallo, liebe Plengum-Fans. Als Hexe gehe ich bestimmt dieses Jahr nicht mehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, unser Kanal kostenlos zu abonnieren. Tschüss.